Hey Kinners, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellen Giveaway. Endlich ist es soweit. Ich habe dieses Teil schon ewig geplant mit der Vulkan und diesen neuen anderen Skins. Seit Februar hätte dieses Giveaway kommen sollen, aber ständig kamen andere Dinge dazwischen. Wir haben in der Zwischenzeit 2 Knife-Giveaways gemacht und auch noch viele andere Dinge. Aber jetzt dachte ich mir, komm jetzt los. Deswegen gibt es endlich dieses Giveaway. Und zwar gibt es 10 Skins für euch. Die AK-47 Vulkan ist einer davon. Ich zeige euch jetzt noch die anderen 9, damit ihr wisst, was so auf euch zukommt. Die AK ist ja natürlich das Flaggschiff in diesem Giveaway, das wir fahren werden. Wie man mitmachen kann, erzähle ich auch gleich noch. Aber eins sei direkt gesagt, man muss kein Abonnent sein und ihr müsst das Video auch nicht liken, wenn es euch nicht gefällt. Liked nur Sachen, die euch gefallen. Abonniert nur Kanäle, bei denen ihr in Zukunft weiterschauen wollt. Erster Skin ist, wie gesagt, hier die AK. Der nächste Skin ist eine USPS Cyrex. Die ist übrigens in FN. Die AK war in Minimal Wear. Die Cyrex ist natürlich der Hammer, ne? Gerade wenn man eben auf einem leicht rötlichen Skin steht, ist das Top of the Pop. Nicht so krass wie die Kill Confirmed. Die ist ja überladen mit Rot. Wenn man nur so auf leichte Rot-Nuancen steht, ist das optimal. Ich versuche die Condition immer dazu zu sagen, damit ihr Bescheid wisst, wie das läuft. Als nächstes haben wir hier einen R8 Revolver Amber Fate in Field Tested. Gut, der ist schon so ein bisschen aufgebröckelt. Warte mal, ich habe den hier nochmal. Da ist es nicht ganz so schlimm, aber dafür ist auf der Trommel dann ein bisschen mehr. Das entscheide ich dann, sobald eben der Gewinner parat ist und ich ihm das Teil zuschicke, dann ist es so eine Momententscheidung. An der Stelle sei direkt gesagt, dass es nicht viel bringt, wenn ihr schreibt, welchen Skin ihr gerne hättet, weil sobald die 10 Gewinner feststehen, bekommt Gewinner 1 den ersten Skin, Gewinner 2 den zweiten Skin, Gewinner 10 den 10. Skin. Man kann sich da an der Stelle nicht wirklich was aussuchen, man bekommt das, was man eben gewinnt. Als nächstes haben wir die Tech-9 Avalanche. Für jeden erfahrenen T-Spieler die Waffe schlechthin. Ich habe es mir abgewöhnt, die Tech-9 in der ersten Runde zu spielen, habt ihr bestimmt, achso ja gut, es werden wahrscheinlich wieder viele neue Leute dabei sein, aber die Leute, die mich aktiv schauen, wissen, dass ich mir das abgewöhnt habe. Ich habe früher immer Tech-9 geholt, erste Runde. Glock und Kevlar ist für mich auf jeden Fall die erste Wahl. Aber nichtsdestotrotz spiele ich die Tech-9 gerne und die Avalanche ist, glaube ich, meine aktuell ausgerüstete auch. Also jetzt nicht genau die, eine andere. Sobald man da einen Name-Tag drauf hat, findet man sie nicht mehr. Sie heißt, ich habe einmal die David Tech-9 her. Habe ich von David geschenkt bekommen und er hat sich aufgeregt, weil ich David mit V geschrieben habe, als ich ihn angeschrieben hatte. Und dann haben wir noch die Meister. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das ein Schreibfehler war von demjenigen, der mir das geschenkt hat, das Teil. Ich glaube, sie hätte Tech-9 Meister heißen sollen, aber naja. Und die, die man gewinnen kann, hat noch kein Name-Tag. Das könnt ihr ja selbst machen, wie ihr wollt. Der 5. Skin ist die Red Astor. Ich finde, die ergänzt die USP Cyrex perfekt. So vom Design. Die sind viel getestet und schon merke ich, dass ich bei den letzten 2 Skins vergessen habe, dazu zu sagen, in welcher Condition die sich befinden. Die waren auch beide FT. Also der Amber Fate Revolver und die Avalanche beide viel testet. Red Astor, schönes Teil. Ich glaube, die CZ spielen sehr wenige, aber die, die sie spielen, sind da bestimmt total erfreut, weil sie so einen schönen Skin bekommen. Als 6. Skin haben wir die Kobalt Quarz. Die sind auch so ein bisschen abgerupft, warte mal. Ah, die sehen doch schicker aus. Guck mal da. Die sind auch in FT und gehen an den 6. Gewinner. Und wie gewünscht, es ist mal wieder eine AUG dabei in einem Giveaway. Es gibt tatsächlich Leute, die AUG spielen. Es ist nicht zu fassen. Die Aristokrat ist auch mein aktuell ausgerüsteter AUG-Skin. Auf jeden Fall ein schniekes Teil. Man könnte meinen, man kommt aus einem reichen Elternhaus, wenn man so ein Teil hat, ne? Und für jeden Blau- und Grau-Silber-Liebhaber natürlich die Waffe der Wahl. Die befindet sich im Zustand Field-Tested. Kommen wir nun zur allzeit beliebten P90. Ich habe hier für euch die Teardown vorbereitet. Die ist auch in Field-Tested und immer wieder gern genommen. Schönes Design, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Hier haben wir nun eine Stat-Tracker von zwar eine MP7. Schönes Teil, vor allem die Farbwahl ist der Hammer. Die ist auch in viel testet, wobei man das ja gar nicht ansieht, finde ich, oder? Sieht man da irgendwo krasse Macken? Nicht wirklich. Das ist die vorletzte Waffe in der ganzen Geschichte. Wenn ihr hier mitmachen wollt, müsst ihr einfach nur ein aktives Mitglied der Community sein. Also auf YouTube aktiv sein, auf Twitter am Start sein, auf Facebook, in den Livestreams. Ist natürlich ein riesiger Pluspunkt, wenn man in den Livestreams dabei ist. Also einfach zuschaut oder auch kommentiert. Ich meine, wenn man nur zuschaut, weiß ich ja nicht, dass man dabei ist. Verstehst du? Und hier für alle ganz Neuen. Ich mache diese Giveaways immer für meine Community, weil ich alle meine Skins, die ich habe, mittlerweile sage ich einfach mal alle. Es sind wahrscheinlich noch 0,01% der Skins, die ich nicht von der Community habe oder durch die Community geschenkt bekommen habe. Und das ist zu vernachlässigen, würde ich sagen. Alle Skins, die ich habe, alle Knives und alle anderen Skins sind geschenkt. Oder ich habe das Geld bekommen, um Kisten zu öffnen, um sie meiner Community weiterzuschenken. Es gibt Wohltäter, die sagen, hey, ich habe so viel, hier ist was für die, die nicht so viel haben. Robin Hood mäßig. Und natürlich achte ich dann darauf, dass es in der Community bleibt. Es ist natürlich gar kein Problem, wenn du ganz frisch dazugestoßen bist. Denn ein Teil der Community zu werden, ist ganz einfach. Ne? Einfach so ein bisschen aktiv sein, dass ich praktisch dich sehe. Dein YouTube-Name zum Beispiel in Form von Kommentaren oder wie auch immer. Irgendwie, in irgendeiner Form. Es gibt Leute, die sich in der Steam-Gruppe anmelden und da aktiv sind. Völlig wurscht. Und genau durch diese Aktivitäten bleiben dann eben Namen bei mir hängen. Die schreibe ich dann an Tag X auf, also 10 Namen. Hau die in den Bot rein, zack, hab die fertige Liste und los geht's. Ich sag's dir aber nochmal, ihr müsst wirklich nicht abonnieren, um hier gewinnen zu können. Ich will nicht irgendwie 8 Millionen tote Abos durch solche Giveaways haben, weil alle denken, oh cool, ich abonniere ihn. Dann stehe ich in seiner Liste und kann automatisch mitmachen. So ist es auf gar keinen Fall der Fall. Und es bringt auch nichts, wenn man hier jetzt schreibt, oh, ich hab dich gerade entdeckt und du bist echt Hammer und ich hab mein Knife gestern verloren. Oder ich habe bald Geburtstag oder ey, ich war lange nicht mehr aktiv, aber jetzt bin ich wieder da. Du wirst nicht glauben, Mensch, ey. Und dann ist man stumm. Ich kann praktisch schon am morgigen Video erkennen, wer es überhaupt ernst meint, wer kein verschissener Geier ist, ne?
alle Leute, die praktisch heute jetzt hier unter dem Video schreiben und morgen schon nicht mehr dabei sind, geschweige denn übermorgen, verstehst du? Und natürlich haben so Leute dann auch keine Chance. Also ich will halt einfach, dass es unter uns bleibt, bei uns, in unserem Kreis. Und nicht, dass es irgend so einen Gauner bekommt, der es dann nachher direkt verkauft und sich dann vergambelt und alles verliert und das war's. Ich meine, ich hab nichts dagegen, wenn ihr die Skins, die ihr hier geschenkt bekommt, vergambelt. Dann ist es halt so. Ich zeige euch übrigens mal noch kurz den letzten. Wartet. Und zwar die Glock 18 Bunsen Burner. In Minimalware. Es ist nicht schlimm, wenn ihr den Kram vergambelt. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Wobei ich euch natürlich nicht zum Gamblen rate. Zumal es ja ab 18 ist, wisst ihr alle Bescheid. Und man verliert eigentlich immer. Auf lange Sicht verliert man irgendwie immer. Ich habe euch erzählt, wie ihr mitmachen könnt. Haut ordentlich rein, zusammen können wir immer, immer mehr erreichen. Je größer wir werden, desto mehr Chancen bieten sich mir, allein auf die Giveaways bezogen, an weitere Skins, an bessere Skins, an teurere Skins und so weiter ranzukommen. Um sie dann wiederum an euch rauszukloppen. Damit einfach irgendwann jeder von den Dumbablern ein Knife hat. Oder zumindest eine Glock 18 Bunsen-Burner, ne? Denkt dran, es gibt zweimal die Woche Giveaways bei mir. Und zwar jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr livestreame ich auf Twitch und YouTube. Und da haue ich meistens so gegen Ende hin auch immer einen Skin raus. Beziehungsweise zwei, einen auf Twitch und einen auf YouTube. Also wenn ihr meint, eure Chancen sind hier noch zu gering, dann schaut da einfach mal rein. Es läuft, ne? Es läuft. Ach ja, die YouTube-Probleme sind scheinbar behoben. Ich konnte die ganze Zeit nur nachts hochladen, was ich erst in der zweiten Nacht gemerkt habe. Deswegen kamen vor zwei, drei Tagen die Videos immer meistens 6 oder 7 Stunden zu spät. Weil über den Tag nichts hochzuladen war. Es ging einfach nicht. Und natürlich ist es am ersten Tag, wo du dir denkst, hey geil, 14 Uhr, ich pumpe das Video schnell hoch, mit meinem Upload läuft das easy. Und auf einmal dauert der Upload anstatt 2 Stunden 12 Stunden. Da ist aber echt so ein Haufen in der Hose. Und dann denkst du dir nachts, oh geil, es läuft wieder. Ganz schnell, ganz normal, die haben es wohl gefixt. Machst am nächsten Tag den gleichen Fehler. Super. Das war's hier mit dem Giveaway. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Bleibt sauber, Kines. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Meine Augen werden trocken. Ist schon wieder spät, ne? Ist schon wieder spät. Musst du halt durch als YouTuber.